Hallo und herzlich willkommen, liebe böse Freunde, zu Part Nummer 6 von South Park und der Stab der Wahrheit. Ja, bevor ich überhaupt irgendwas mache, stoppe und das Spiel. Ich bin der Drakey und nehme euch mal wieder eine halbe Stunde mit in dieser Welt von eben South Park. Und ich bin auf die Bühne. Ah, fuck. Und wir werfen ein bisschen zu Cartman zurück. Ich denke mal, das wird für mich persönlich der letzte Part auch heute sein. Oh, Mann. Obwohl ich eigentlich zwei noch aufnehmen wollte, also diese noch. Well, soldiers reporting for duty, Greg. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back to the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Ja, Skyrim oder was? Fight well, Dragon Shout. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure Dragon Shout, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Hey. Then, let it rumble inside you, and... Dragon Shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon Shout! Now you. Ready? Dragon Shout! Find the frequency. Hold. Was soll ich machen? Don't be polite, dude. Just let it rip. Ich hab's nicht verstanden. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon Shout! Now you. Ready? Dragon Shout! Find the frequency. Hold. Hold. My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay, just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking odd! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered Dragon Shout. From now on, it will be easier for you. Yeah, wie auch immer. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Natürlich kann ich als Begleiter für mich hier ihn. How may I be of service? You name it, we'll sell it. So. Das verkauft mir gute Waffe, du Arsch. Hammer des Noobs. Zerschmetternde Keule. How may I be of service? Got some pretty good wares here.
Alter, Maul jetzt, Alter. Schockschaden oder Feuerschaden? Ein Nightbiffes! Jo, anlegen, Alter. Bam, ändern. Oh yeah! Oh yeah! Seht ihr, wie geil er rumblitzt, Alter? Oh yeah! So, wo kommen wir jetzt den Gleiter sehen? Gruppe da. Benutze Q, um zwischen aktiven Begleiter zu wechseln und lernt hast du, um einen neuen Begleiter zu wählen oder einen aktuellen aktiven Begleiter zu verwerfen. Aha. Ich hätte gern Candy. Ah ja, Candy Knusteine fallen ab, um sie völlig aus den Bahnen zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Candy zaubert die Kreatur der Natur mit ihrer Schönheit und entsendet sie gegen deine Feinde. War das eigentlich auch eine neue Attacke jetzt? Ne, er bekommt jetzt einen auf Level 6. Okay. Professor Chaos kriegt er dann. War das verwandelt sich in den bösen Professor Chaos und fesselt einen zufällig verhindernden Angriff. Oh yeah. Butter Smack Schnessel King. Manche zwei Begleiter können. Drücke P, um zwischen denen zu wechseln. Puh, Alter. Das gesehen. Was für geile Effekte. Aber ich wollte eigentlich hier mit hin und her reisen. Erleichtert uns das jetzt natürlich alles und lauter Laufwege, dass wir schon fast überall waren. Als Maul, Alter, hier, Alter. Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch, because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework, okay? I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Da finde ich die deutsche Synchro auch viel geiler von ihm. Ich dachte, er ist Level 12, hat der Cartman gesagt. Jetzt, er sagt jetzt Level 6. School is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Ich weiß nicht, ich Fresse schlagen, mein Freund, Alter. Oh, funktioniert. Oh yeah! Was, da du jetzt gelernt hast, wie man den Drachen schreibt, jetzt kannst du deine Magie. Oh, fick dich, ey. So schnell kann ich nicht lesen, ey. Das wieder. Ach, so scheiße. Mana 40. Ach, das ist ja ein neuer Schneeball. Genau, ich wollte ja noch gucken, wie stark der ist. Ach, der muss auch noch aufladen, Alter. You're a bad seed. Was für ein Schwachsinn war das denn jetzt? Officer down. Hab ich jetzt nicht verstanden. Entschuldige, Sie Abstand da. Aber wie? I repeat, officer down. All hallway monitors to the right hallway. Oh, God damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Muss ich bitte die Fresse halten, Kenny? Intruder alert! Initiate security protocol! Stell dich vor Feuer, um deinen Drachenschrei darauf zu wirken. Halte G gedrückt und lass dann los. Every step you take is another 10 demerits.
Ja, das war heftig. Aber es scheint ja weiterzugehen. Oh, das war langweilig. So, ich nehme auch noch mit. Und dann gehen wir mal weiter. Dun, 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 dun. Oh yeah, Craig, willkommen. Oh, verliert man sogar Treffer. Halt die Maul. Ja, ins Gesicht. Guck mal, er stinkt sogar. Einfach mal ausprobieren. Oh Gott, was, Alter? Das ist sogar HP, Alter. Also kenn ich's danach auch angewidert. Naja, egal. Also Candy ist bisher ein Scheißbegleiter. Oh, eine paar Brolle. Hammergeil. Schon klar. Ja, ein bisschen was von Kinderpornografie hier schon, was? Hahaha, ja. Ich weiß, ein bisschen übertrieben jetzt, aber naja. Ihr Bitches! Oh, Kenny ist kacke, Alter. Wie kriegt man denn 40 Mana zusammen, Alter? I'm just itching to use this referral slip. Ich tritt jetzt voll in die Eier, Alter. Ach, mit S. Oh, müssen wir nochmal das klären, Alter. Freak, Alter. Hauft sich da erstmal was rein. Wieso wirft der nicht? Ich verstehe es nicht. Wirf das Ding nicht, ich check's nicht. Tut mir leid.
Berührung eines Rotschafsächler. Geht die Abwehr erstmal runter. I'm taking fire! Woohoo! Das kitzt sich halt so, Alter. Verstehe ich, wie der Schneeball funktioniert. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time. Not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Das ist klar, sagt, wir sollen hier keine Spiele spielen, aber ne, und so weiter. Also von da kommen wir. Boah, jetzt häng ich da fest, ey. Okay. Boah, Entschuldigung. Nee, da ist nichts. Ich hab gerade irgendwas gesehen. Wow, wow, wow. He's here, guard the key. You lawbreakers make me sick. Counselor Mackey has issued a warrant for your apprehension. Lass mich jetzt mal durch, ihr Arschkacke, Alter. Get the key, protect the front lines. Throw down your weapons. Ach, da reinfurzen, natürlich, Alter. Welche Tasse war das gleich? Dude, you shit your pants. Unauthorized pedestrian. Oh, yeah. Ich wechsle gleich wieder auf alles. Da gefiel mir doch im Weiten besser. Yeah. Nachricht von Jesus. Oh, einiges. Sei gegrüßt, Mensch. Dies ist eine eingehende Transmission von der USS Kevin. Wir umkreisen aktuell die Erde und sind bereit, Photonentorpedo-Unterstützung zu leisten. Kevin, Ende. Okay, ernsthaft, Kevin. Es gibt in Zaun kein verficktes Raumschiff, okay? Es gibt Menschen und Elfen und die haben keine verfickten Phaser. Sie haben Schwerter und Pfeile. Vergib mir, Admiral, meine vulkanische Hälfte bewahrt mich nicht immer davor, unlogische Dinge zu tun. Ja. Yeah. Feuerärsche 2 ist draußen, Jungs. Sie haben 250 Millionen dafür ausgegeben. Das wird echt genial. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Schule Rotschöpfe als Gangaussicht einsetzt. Wenn du gebissen wirst, bist du schon tot. Also komm nicht hierher zurück und infiziere den Rest von uns. Leute, euer Herz ist der erste Ort, an den jeder schauen wird. Ich werde mich dort nicht verstecken. Vertraut mir, okay? Ach Gott. So, aber ich möchte die nicht mehr. Well, that kid looks hurt pretty bad. Your word is the command, my lord.
Yeah, there you go, hey, buddy. Hey, Fiend Butters. Thanks. I thought I was a goner. There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Yeah. Okay. Okay. Wir nehmen es mal so hin. Ich muss ja auch noch zwischendurch ins Begleiter wechseln. Wie nervig. I sure hope the gold key is it. Nein. Be careful, douchebag. This is Mackie's lair. One wrong step and we could end up in detention. The gold key. No human has ever laid hands on it before. Let's hope it holds the power to unlock the cafeteria door. Mackie hat so leicht hergegeben, oder was? That's far enough, intruder. Where's your hall pass? No hall pass? Yeah. Time to write you a referral. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Deadly force is authorized. Yeah. Ihr wollt es ja so. Ach, hier ist Mana. Das heißt aber, ich muss dir einen dicken Eiertritt geben. Ah, ich vergesse den Meister unten zu drücken. Boah, da ist ultimative Angriff, wollte ich sagen. Ist schon recht geil, die ist voll episch. Vielleicht, wenn man ihn einfach in die Eier treten kann, dann liegt er erstmal. Oh, er steht wieder. Ja, das war's aber schon. Hammer schwer, meine Güte. Aber Mann, Alter, mein Hintern tut so weh, Alter. Es ist nicht für lange Spiele-Sessions gedacht, der Stuhl. Spinnschlüssel, der Gang auf sich. Keule der Heilung. Wir da nicht rein können, ne? Wo leider das Scheiß. Egal, wir gehen jetzt mal hier rein. Damn you, Craig! Well, thanks for being out here. Who are you? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Hey, you new kid! Ja. Großwildjagd sind im Januar. Oh yeah. Naja, ich dachte, dass man das vielleicht an den Ding benutzen muss. I failed.
Ja, du bist ein Riesenversager. Hast du gut erkannt, Alter. Oh, sonst ist ja tatsächlich nichts. Hast du eine Leiche drin, Alter? Habe ich davon auch schon gesehen. Jetzt habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Siehst du wohl, haben wir sogar schon Boss besiegt. Läuft auch, würde ich sagen. Aber wo können wir denn hier die Reinigungsscheiße benutzen? You're kind of creeping me out, dude. Ach, halt den Mund. Mit dir redet keiner, Junge. Kann er dann wohl hinter dir rein? Vielleicht. Oder da. Wo war jetzt noch die Schlüsselbombe? Zu was führt das? Schuhküche. Ja, bestimmt da in der Schuhküche. Ohne Schlüssel wäre das natürlich nichts. Egal, gehen wir zu Cartman. Ups. Ah, komm schon. Cartman. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called Douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. It is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh God, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. So schreibt man also Douchebag. Ich wusste das nicht. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, da stand es gerade. Nö, also die finde ich noch geiler. Völkerball. Und mit Damen konnten wir noch bisher noch nicht angreifen. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Wieso habe ich jetzt wieder so einen Scheiß an? Achso, ist neu. Fügt 3 Rüstungen zu und schwächt 2 Angriffe. Passender Schlag, wir waren schon bei Schlag und Schälen. Aha. Was hatten wir vorher? Die hier, ne? Der Abwehr erhöht am Anfang ist doch viel besser, oder nicht? Ach, lassen wir das mal so. Rüstungskavers. 10% Fähigkeitsschaden nach perfekten Treffer fügt 5 Rüstungen zu. Hm. Ein Rüstung. Ein perfekter. Eingeschränkte 2. Oh Gott, ey, Entschuldigung, Leute. Ist zu spät gerade. Ja, jetzt sieht alles richtig gut aus. Oh yeah! Ach so, scheißegal, wie seine Frisur aussieht, ey, ganz ehrlich. Den Monokel nehmen wir mal wieder ab, das sieht jetzt echt. Oh, wie geil! Genau, so, wir sind jetzt Superheld, Alter. Aber wir bleiben bei dem, ich mag den Bart. So, haben wir denn noch was Neues freigeschaltet? Ach, wir müssen ja hier gucken, ne? Nee. Furzgranate.
halbe Stunde schon wieder rum. Und wir machen noch das, was Cartman von uns wollte. Was habe ich eigentlich für eine Waffe auf einmal in der Hand? Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Hele Bar eines Krieges. Aber ich hatte doch was anderes. Sehe, die zerschmetterte Keule. Viel besser, was soll ich mit dem Scheiß? I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy. But being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Magazine! Magazine, could you come help us with something? Shh, don't touch it, it's gonna be sweet. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, cup a spell! That was sweet! You threw that shit right in Scott's face! Alright, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag. And never on a man's boss. Egal. If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the Giggling Donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the Elven Forest. Let us find the bard and bring him to justice! Make haste to the Giggling Donkey! Oh, Level 5. Der ist Level 45, geil, ne? Aber das ist auch gut. Egal, wir speichern ab. Ich meine, das bringt zwar eh nichts, weil er wieder irgendwie selber sich dahin bastelt, wie er gern hätte. Obwohl, dieses Mal hat es vielleicht funktioniert. So, wir gehen ins Hauptmenü, denn ich werde jetzt nämlich auch aufhören. Bin zu müde, um jetzt irgendwas für euch zu let's playen. Das macht dann keinen Sinn. Ich war, glaube ich, eh ein bisschen still, glaube ich, gerade. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen neben der Spur. Von daher, ja, falls es euch trotzdem gefallen hat, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht, keine Ahnung mehr, was ich so von mir gegeben habe. Als wäre ich auf Droge, Alter. Harte Scheiße. Was ich natürlich nicht bin, denn Drogen sind schlecht. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Ja, solltet ihr kein Video verpassen wollen, möchten, wie auch immer, dann abonniert unten den Channel, falls ihr das nicht schon getan habt. Ansonsten könnt ihr uns noch gerne auf Facebook, Twitter, Twitch oder auf unserer Website besuchen. Ja. Diese Links findet ihr unten in der Beschreibung. Ah, verdammt, wird Zeit aufzuhören. Und yes. Ansonsten war es mir natürlich eine Freude für euch, ein Video gemacht zu haben. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt South Park, The Stick of Truth. Im Sinne, habt noch einen konstruktiven und schönen Tag oder eine erholsame Nacht. Haut rein, Fisigliski. Ich war und bin euer Drakey. Man.